Just Cause 3 mit seismischer Alarm. Los geht's. Schrottplatzgerangel. So, gibt's denn da ein besseres Fahrzeug? Ich könnte auch einen Sportwagen nehmen. Ah, den Lastwagen wäre auch geil. Ja, das Nashorn. Weißt du was? Ich nehme doch den da. Der ist doch immer gut. Vielleicht besser als das Militärfahrzeug. Der hat vielleicht ein paar mehr PS. So. Da, schön oben. Gut, vielleicht, ja, vielleicht. Die Kugel ist ein bisschen, anscheinend ein bisschen schwer für ihn. Oder? Nicht. Okay, los geht's. Ja, vielleicht wird's auch nichts. So, Alter, da ist viel verteilt. Da ist sehr viel verteilt. Ich habe ihn leider ein bisschen fest angezogen. Oder müssen wir noch eine Runde machen? So? Gut. So, einfach reinfliegen, Alter. Ja. Nein, das Spiel ist bugfrei. Ganz klar. So, schnell raus. Gibt's immerhin die Punkte. Blamiere ich mich nicht hier. Ich, wo ja immer so gut bin hier drin. Das ist irgendwie voll meine Mission. So. Gut, das war jetzt auch nicht gerade. Hier hinten sind die Fetten. Oh ja. Bestens. Ja, der zählt doch noch, oder? Dieser Brocken hier. Ah, die sind ja kinderleicht zum Reintun. Ja, das ist die beste Taktik, die ich je gesehen habe. So werden wir auf jeden Fall ans Ziel kommen. Oh ja. Jag ich mich den ja noch. So. Komm, die zwei schaffe ich doch noch so. Also der hat aber lang hier. So. Ja. Das war scheiße. Immerhin einen. Ah, wir haben sogar Verbindungsstärke bekommen. Das ist also mehr Stärke. Okay. Dreimal Verbindungen. Okay. Jetzt wechsle ich schnell das Fahrzeug. Nehmen den. Standard und los geht's. Denn er hat einen Nachteil. Das ist, er ist nicht so gut gepanzert. Der andere hätte das. Bringen wir es hinter uns. Der andere hätte da mehr ausgehalten. So schnell diese. Alle Doppelhaken sind stabile, okay. Aha, da gibt es dreimal. Also 6 Verbindungen dann. Okay. Gut. Für 6 Verbindungen, da musst du bald experimentieren. Ah, ja, nee, nicht wieder den Graben hier. Also die Klappe, ich wäre gern da reingefahren. Runter, ablösen und hoch. So, jetzt kommt natürlich der schwierige Teil, den hier drüben. Ja, das war sehr erfolgreich. Und zwar muss ich diese Brocken hier irgendwie rausbekommen. Oh ja. Das war sehr erfolgreich. Wie dumm ich auch einfach immer wieder mal bin. So, schnell aussteigen.
Und das war auch dumm. Oh ja. Komm, ich meine, die 2 vom letzten Mal muss ich noch schaffen. Also hier liegt so viel herum. Das schaffst du eigentlich locker. Alter. Geht die Klappe auf, wir fliegen rein. Das wird sicher noch passieren, irgendwann. Das will ich mal schaffen. So. Der Vorteil ist, es ist genau bei uns. Der Nachteil ist, Nachteil ist, es ist um uns herum. Das ist scheiße. Wenn man die Kugel so nahe ist. Ach. Also wir machen es nochmals. Es ist nämlich so viel hier vorhanden. Gut, auch Gefahren aufgestellt, aber ich schaue es mir nur schnell an hier. Das ist auch scheiße. So, kommen noch die letzten. Das ist eben auch scheiße, wenn ich das so mache. So, also. Dreimal Space. So, jetzt aber richtig. Kann nicht sein, dass wir 10 Minuten brauchen für das. Da war ein Helikopter irgendwie. So. Jetzt aufpassen. Jetzt fahre ich gerade mal einen anderen Weg. Nämlich nicht hier durch den Graben, sondern jetzt durch. So. Dann jetzt anschalten. Gerade mal das da alles mitnehmen. Das ist schon mal 3900. Da bleibt fast alles drin. So. Gut, das war schon fast so viel wie letztes Mal. So, jetzt geht es natürlich streng da. Wow, da kratzt es das ab, oder? Ne, es kommt darüber, schön. Und jetzt hier runter. Das ist auch fast wieder 3800. So, dann all das da. So muss das nämlich laufen. So, das kann auch gerade noch mit hier. Teil davon auf jeden Fall. Boah, das war schlecht. Aber zum Glück. Jetzt kommen die noch mit dem... Ja, jetzt wollen die mir noch irgendwie reinreden, aber das wird eh nicht klappen. So. Also wegen so einem scheiß Holz hier aufgehalten. So. Warum? Also ich habe ja noch viel Zeit, muss ich sagen. So, runter. Das war jetzt nicht ganz so viel wie vorhin, aber es war trotzdem was. So. Ich hoffe, die anderen hat es erwischt. Ah, ich habe sogar einen Turbo auf dem. Da oben hat es auch. Ah ja, da, Turbo, sieht man. Also wenn man da... Yeah! Das war zwar nicht geplant, das war aber trotzdem geil. So, komm, jetzt muss ich aber was hinkriegen. Gut, wir haben jetzt schon einen mehr als letztes Mal, aber ich mache das nicht noch einmal. So, hier. Komm schon raus. Gut. Ah, oh, das ist wieder zu wenig. So, da noch ein bisschen. Also, ich hoffe, es reicht noch auf 4. Alter, ja, das war wieder mal dumm. Ah, da muss noch mehr her und das reicht nicht mehr. Oh, schade. Na gut, irgendwie kann ich das momentan gerade nicht so.
Immerhin nur noch zwei weitere Zahnräder, das ist nicht mehr so viel. Gut. So. Ja, was ist jetzt schon wieder mit dem Bug? So, was fährt da vorbei? Ah, ein Rebell. Komm, da gehe ich mal mit. So. Wir schauen mal auf die Karte. Im Rebellenabwurf schon wieder was Neues. Ah ja, die neue Waffe irgendwo. Da. Ach gut, die haben wir ja vorhin schon gehabt. So, Karte. Ja komm, ich hätte den Helikopter gerne. Ach, wenn es ein Rebell ist. So, die bewachen jetzt natürlich das hier auch. So, da unten haben wir einen Flugplatz. Ist der noch ein Ziel oder wie sieht es aus? Ah, da unten sehe ich auch was. Diese Richtung. Ja, gehört das auch noch dazu? Ne? Ah, das gehört gar nicht dazu. Ach komm, geh trotzdem dahin. Wir können ja hin, wo wir hinwollen. Okay, der scheint aber friedlich zu sein. Okay, ja, da sieht man die Grafik gerade wieder. Dich wird niemand vermissen. Okay, da scheint nicht so viel zu sein, aber hier unten. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Drauf los. Haha. Also ich mache das ja gerne so aus der Ferne, weil es da immer sehr hektisch ist. Klar, man sieht da die Explosion nicht so gut, aber es hat trotzdem noch genug Explosion eigentlich herum. Oh ne, die Kugel nicht. Gut, die ging zum Glück vorbei. Da auch. Kann auch nicht sein. Bin ich so weit weg? So, da hat es auch was erwischt, oder? Genau. Das ist immer wieder schön. Dann will ich noch den kriegen da. So, den hat es auch. Gut. Da ist auch noch was. So, da ist noch was. Stromausfall. Gut. Stromausfall. Da ist ein Schiff. Komm schon. Noch ein bisschen nach oben. Ja, jetzt hat es auch erwischt. Gut. Da drüben scheint nichts zu sein. Komm, jetzt fliegen wir rein. Sie befinden sich auf Stärke. Hey, was ist denn los, Jungs? Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. So, kommt man rein, Alarmstufe 5. Dann läuft's da wohl. So, jetzt mache ich die mal alle hier. Die nerven teilweise. So, gingen alle down. Super. Die Tanks mache ich nicht, denn die wir wollen wir. Oder komm. Achtung, Raketenangriff! Ich hatte im Regenschirm. Luftunterstützung ist unterwegs. Alter, was jetzt hier wieder los ist. So, raus. Panzer sind unterwegs zu eurer Position. Persönliche. Ah, mit einem einzigen getöteten Gegner. Okay. Es war ja nicht auf Gegner abgesehen, es war eher auf Punkte. Und da oben ist gleich wieder einer. Ach. Ja gut, die ist wohl gefallen. So, die hat es auch erwischt. Da oben ist einer. Jawohl. Haha. So, die haben wir auch. Mach mal die anderen da fertig. Da das Board, der einfach noch da. Alter. Alter, shit. Gut, immer im Wasser, da ist nicht so schlimm.
So, komm hoch, den Helikopter hat's erwischt. Ja. Jetzt warten sie natürlich, bis ich hier rauskomme. So, gehen wir erstmal da nach drüben. Einen Tank. Da kann man so dran glauben. Wow. Geil, komm noch ein. Wow. Mittendrin. Wow. Ja, ist glaube ich schon zu spät. Mir ist nicht mehr zu helfen. Oder Rico ist nicht mehr zu helfen, besser gesagt. Fallschirmballerei, okay, das war jetzt Glück, ja. Ja, kommen jetzt die Helikopter, würde ich mich da fragen. Es zählt jetzt noch Punkte. Ich bin hier. So, da, weg mit euch. Das Dopplerradar ist noch da oben. Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen vorhin. So. Das kommt weg hier. So, schön. Dann sorge ich doch mal für die ordentliche Verteidigung hier. So. Das ist nur der Transporthubschrauber, oder? Ja, so in etwa. Oh, geil. Der Kampfjet wird abgeschossen. Nein! Wo ist die Zielperson? Ziel verloren. Schon? Ziel verloren? Ja, dich habe ich verloren, leider. Zielperson ist verletzt. Bin getroffen. Er hat mich erwischt. Das war ja die Absicht. So, hier runter. Hier nach vorne, da ist nur Tempo 30, da bin ich leider zu schnell für. Scheiß Tempo 30, sogar hier im Spiel noch Tempo 30. Unglaublich. Wenn man es schon im Privatleben erdulden muss. Ah. Ah ne, komm, ich nehme den. So. Oh, der, wow, Alter, Dreck spritzt mir hier rein. Kommt schon. Ah. Also die Musik passt gut, glaube ich, so. Wir sind auch gerade so ein bisschen auf der Revolte hier. Hier alles zerstöre, einfach so. So, wo muss ich überhaupt noch hin? Ah, hier. Also ist noch interessant, wie die jeden Schritt von mir... Shit. Jeden Schritt von mir kommentieren. So, den Tank habe ich immerhin noch zerstört. So, komm hoch. Und ein Fahrzeug anscheinend auch. Wahrscheinlich das Helikopter oder so. Wow. Alter. Zum Glück konnte ich da gerade noch den Haken
Abfeuern. Ah, da ist noch ein Doppelradar. Alter. Kannst ja nicht mehr leben hier. Boah. Also teilweise ist es schon ein bisschen, nur ein bisschen übertrieben. Schon wieder ins Wasser. So, es sind noch mehr Doppler-Radare rum. Wo denn ist die Frau? Ah, da ist noch. Da kannst du nicht mal schwimmen, kannst du hier. Tauchen? Wird man trotzdem erkannt. Okay. Alter, die Bomben. Jetzt kommt das aus den Trailern und so. Das hat man ja, ja nicht gerade riesig groß gesehen bisher. Oh, schön. So, was fehlt noch? Wo haben wir den? Ah, da oben ist noch eines, okay. Da nicht, oder? Oh, der Chat wurde abgeschossen. Nein, ist das schade für den. Aber was ich verwunderlich finde, dass der den fliegen konnte. Das ist eher das Wunder daran. Ich könnte hier, glaube ich, keinen Angriff machen mit einem Chat. Alter. So, jetzt hat's geklappt. Oh, Doppelradar ist weg. Da hinten ist noch der Tank. Und da fehlt sonst noch was irgendwo. Also die Angriffe hier. Die Kugeln haben wir alle hochgejagt, glaube ich. Schade ist aber der dritten nicht mehr. Also muss hier weg. Ja, der schießt schön da. Eigentlich was blöd ist, dass die den nicht mehr zurückhacken können. Dass die nicht in der Lage sind. Ich, Rick Rodriguez schon, aber die nicht. Der andere ist sicher hier in der Halle. Natürlich ist er hier. Oh, keine Granaten mehr, so schade. Oh. Shit. Schnell weg. Boah. Boah, Alter, jetzt habe ich gerade gedacht. Schnell mal weg irgendwo hin. So. Würde mich natürlich interessieren, wo der Rest ist hier. Ah, hier. Also dort würde ich nicht rumstehen, ganz ehrlich, Transformator. Es hat noch ein paar. Also die übersieht man am häufigsten, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht warum. Die sind immer so hinterm Gebäude ein bisschen. Eher ein bisschen versteckt. So, hier haben wir mittlerweile auch wieder genug Munition. Ja, jetzt da zum Beispiel nicht. Da drüben könnte noch einer sein. Schauen wir schnell. Ne, da drüben sind sie. Okay. Bin ich schneller mit Fliegen. Da hinten beim Containerzeugs. Okay. Boah, alle. Ich dachte gerade, Alter, das hat er jetzt aber knapp überstanden. Dabei hat er es nicht geschafft, oder?
Aber der ist auch jetzt schnell, verdammt. Da kommst du ja nicht hinterher. So schnell wie der fliegt. So, ah, da sehe ich's ja. So, einmal zück ich die. Oh ja, einmal fliege ich ins Wasser. Es kam mir gerade in den Sinn, wie ich da einmal im Wasser starb. Da bei der Röhre, die erste Mission mit der Röhre. Oh, geil, Rebellenkorvette. Ist das das? Das ist das Schlachtschiff, schön. Boot 23, Martino Flu und Tridente Regatta. Eins von vier Ansiedlungen. Wie ist die Lage? Die Lage ist stabilisiert. So, hat hier irgendwo Waffen? Natürlich hier genau wieder nicht, ist klar. So. Wir waren hier. Hier hat es noch den Bootswahnsinn. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, an. Ich gehe noch hier hoch. Oh, jetzt kommt noch das Radio, dann hören wir den auch noch. Komm, dann fliege ich noch rüber. Hallo Patrioten! Aufgrund der steigenden Flut wegen des Klimawandels hat General Di Ravello beschlossen, Porto Tridente komplett aufzugeben. Und nicht vergessen, den Motor laufen zu lassen ist ein Kapitalverbrechen. Aber genug davon. Wusstet ihr, dass meine Mutter heute Geburtstag hat? Wenn es doch nur Aufständische gäbe, die systematisch alle Militärbasen zerstören. Aber die gibt es nicht, natürlich nicht. Sonst würden sie nämlich kommen und mich hier rausholen. Für meine liebe alte Mama. Viva Medici! Viva Medici! Also ja, irgendwo kommen wir dann schon mal den Radiokommentator holen. Nimmt mich wunder, ob man den persönlich kennenlernen kann. Und den Bootswahnsinn nimmt mich auch wunder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.